helfen. Du nicht. Oh nein. Wir spielten oft zusammen. Jeden Tag zusammen. Starbound. Oh Gott. Weißt du noch, Tobi? Ja, weißt du? Ich weiß es nicht. Ja, so schön. Zusammen. Starbound. Ich weiß gar nicht, wie es weiterging, ehrlich gesagt. Ein Klassiker. So. Ich sage, was ich fühle. La 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 la. Sag nichts. Sag nichts. Dieser hässliche Teufel, Alter. Was? Dieses hässliche Gesicht, Mann. Okay, das macht's auch nicht besser. Huch, warte, was haben wir denn hier noch? Huch, Stardew Valley? Ich habe Stardew Valley Musik hier drin. Was? Okay, aber ich nehme das hier. Wieso? Okay, warte. Kommt da bei dir was? Nee, leider nicht. Achso, okay. So, hörst du bei dir was? Nee, ne? Nee, nee. So, schade. Ja, 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 ja. Oh Mist, ich musste echt mal die ganzen Dinger hier rüberschieben. Ja! Mann! Wer ist? Wer? Oh, ich glaube, ich erkenne es jetzt. Oh, es ist furchtbar gemacht. Das soll ein Simpsons sein. Ich höre nichts. Du hast bei dir gar nichts? Nee, nee, nee. Ach so, gar nichts? Nee, komischerweise nicht. Das ist aber merkwürdig. Ich mach mal Stardew Valley, Grandpa Theme. Vielleicht ist der Grandpa gestorben. Jetzt höre ich auch nichts mehr. So, gute Nacht, eigentlich schlafen gehen. Schlaf schön. Gute Nacht. Ja, jetzt höre ich gar nichts mehr. Okay, Stardew Valley klappt nicht so richtig. Das Beste war sowieso die 100. Trollfolge. Nee, das waren 4 Stunden Blackscreen tatsächlich. Boah, das war super. Das war echt super. Das war geil. Okay, Tobi, komm! Arr, ihr Dreckschrubber, Deckschrubber! Du hörst dich irgendwie von WoW, Alter. Was? Die Mörder, was? Oder wie die Dinger heißen. Boah, so ein Murloc-Konzert wäre voll geil. Okay, warte. On the Beach haben wir beide. QRS. Testen wir das mal. On the Beach. On the Beach. Ah, Piano. Ich mache On the Beach Piano. Okay, dann mache ich Oboe. Okay. Let's go. Ja. Ah, das Lied ist doch von Starbound auch. Ja, wieso geht das bei mir nicht? Alter. Hm. Du musst ja mit einsteigen. Du hast jetzt geheilt gerade aus Versehen. Au. Es ging doch gerade bei dir mit der Gitarre. Ja, macht aber nichts. Ja, eben gerade ging es bei dir, aber du warst gerade voll mit dabei. Echt? Jetzt? Ja, jetzt. Jetzt. Ja, geil. Ja. Ist schon schön eigentlich, ist schon schön. Ja, ich höre komischerweise das, was du machst, nicht. Echt nicht? Nee, ist wohl doof. Das ist aber komisch, das müsste aber trotzdem funktionieren. Normalerweise. Normalerweise. Okay, ich muss mal was essen, sonst hört das Piepen mir nicht auf. Habe ich denn noch was zu essen? Ah, Schokolade, geil.
Dass meine Hose mal die ganze Zeit brennt, ist so irritierend. Oh. War geil, als die Folge auf Gronkh TV lief. So. Ach stimmt, 4 Stunden lang Schwarzbild. Bist du das oder nicht das? Oh, das bin ich. Hörst du das bei dir? Nee. Ah, ist doch doof. Komischerweise nicht. Ich weiß aber auch nicht warum. Keine Ahnung. Ja, dann ist egal, dann ist egal. Dann ist egal, dann will ich jetzt auch nicht mehr. So, Karotten werden gepflanzt. Sehr schön. Werden immer noch gepflanzt? Gute Arbeit. Ich glaube, die werden tatsächlich nicht. Die werden nicht alle gepflanzt. Ich muss den Rest wieder selber pflanzen, weil der nur begrenzte Reichweite hat. Gute Arbeit. Ich bin extra aus Arabien hergekommen. Hast du wieder dein Kopftuch an? Ja, Sigi. Ja, ist ja klar. Ist ja klar, oh, ohne Kopftuch kein Tobi. So. Hier ist nichts mehr drin. Alles klar. Mais müsste ich, glaube ich, noch manuell wahrscheinlich wieder pflanzen. Alles klar. Nein. Hier. So. Ich hoffe trotzdem, dass der das dann auch abbaut da hinten. So. Und Baumwolle muss ich wahrscheinlich auch manuell. Oder? Nee, Baumwollfasern. Alles klar. Oh, 40. Und Bananen gibt's auch. Ich müsste vielleicht wirklich Kühlschränke hinbauen stattdessen. Halten sich die Sachen länger, oder? Genau. Ich würde am liebsten überall Kühlschränke hinmachen, damit es einheitlich aussieht. Und außerdem sieht es ja dann auch moderner aus. Hab gerade ein Music Megapack für Starbound runtergeladen. Hm. Tobi? Hm? Ich war das nicht? Nee, natürlich nicht. Nee, der war auf einmal da, keine Ahnung. Ja, klar, der ist vom Himmel gefallen einfach. Oh, guck mal, der hat ein Baby gekriegt. Tobi? Ja? Weißt du, wer auch gleich ein Baby kriegt? Meine Faust. In deinem Gesicht. Cool. So. Ist das Reissamen? Nee, das ist nur Reis. Okay. Ich guck noch gerade, ob die Felder auch alle optimalst bewirtet sind. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Hier sind noch 2 Tomatensamen, aber ich glaube, die sind voll, ne? Ja. Boah, nice. Schönes Feld. Sieht cool aus. Jetzt fehlt Tobi nur noch eine Ölförderanlage und ihr seid reich. Tobi, was ist mit der Ölförderanlage? Wie machen wir das? Läuft, läuft. So. Was? Ach hier, sag nichts. Es tut mir nur so weh. Wenn ich auf die Uhr sehe, sag nichts. Du und ich, wir spielten. Oh Gott, das ist furchtbar. Ich fand's aber auf eine verstörende Art und Weise fand ich es irgendwie schön. Ja, romantisch ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ja, das möchte ich. So, so weit möchte ich jetzt nicht gehen. Haben die Gartenzwerge einen speziellen Nutzen? Ja, ja, die Gartenzwerge begrenzen das Feld für den Roboter. Das heißt, der Roboter fährt nur bis zu dem Zwerg. Da hätte ich ihn eigentlich, hätte ich ihn sparen können. Und bis zum dem Zwerg, damit er hier nicht reinfährt. Also die Gartenzwerge sind die Begrenzer sozusagen. Ich überlege nur wirklich, ob ich Kühlschränke vielleicht hinbauen sollte. Aber Kühlschränke sind teuer, die kosten immer Batterien. Tobi, was machen wir jetzt noch? Ich weiß es nicht. Ich würde vielleicht die obere Etage nochmal schnell fertig bauen, wenn das okay ist für dich. Ja, kein Stress, kein Stress. Dann gehe ich mal meinen Pferdekopf suchen. Ich finde den nämlich nicht mehr. Okay. Ja. So. Hey. Ja. Lass den Scheiß. So. Gut, die Pixel, die ich habe, muss ich tatsächlich in den Pixelprinter schmeißen noch, damit die nicht verschwinden, meine kleine Farm. Und dann, nein, ach, meine kleine Farm, verdammt, Doppelding. Okay, also nochmal weg. Und wir brauchen einen Teleporter bei der Farm. Und dann mal ganz kurz in die HQ. Oh, war aber cool, dass wir heute wieder 2 Boss-Dinger gekillt haben. Ja, und vor allem, wir haben das Spiel durchgespielt, Mann. Ja, voll geil. Also ich könnte zufriedener nicht sein. Vor allem ging es ja einfach so erschwerlich los, weil wir überhaupt nichts hingekriegt haben. Ich hab nur die Vermutung, dass wir vielleicht ein bisschen zu over waren für den Bossgegner. Dass er normalerweise vielleicht ein bisschen schwerer ist. Ja, gut. Wäre aber nach all den Stunden, die wir jetzt schon gespielt haben, aber auch irgendwie lame, wenn wir es nicht gewesen wären. Ja gut, das stimmt, das stimmt.
Hast du recht. Dann lass mich mal ganz kurz. Habe ich denn noch Platz hier? Was denn? Oh, mein Arsch. Oh. Bitte was? 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 Ich muss mich nur gerade bestrecken. Alles gut. Sicherlich, natürlich, Tobi. Mir tut ja keinen Zwang an. Man ist ja unter sich. Ich habe doch meinen speziellen Noble Chair hier. Der ist doch speziell von Case King. Niemand verurteilt dich, Tobi. Niemand verurteilt dich. wo hat man... Ach, da oben ist noch ein Kühlschrank. Alles klar. Da hat man das drin. Hatte ich noch Öl dabei? Ah, ja. Dam, dam, da, da, dam, 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 da. Die Bossfights in Starbound sind generell irgendwie so meh. Ja, aber wenn ich dran denke, damals, als wir das erste Mal gegen das UFO gekämpft haben, Alter, das war so over. Jau, wo wir uns diese komischen Burgen da noch gebaut haben, wo wir da diese Schießscharten hatten. Genau, genau, genau. Und dann irgendwas in Schießscharten zerlegt haben und so und haben uns voll wie die Helden geführt einfach. Voll gut. Das ist das voll lame einfach. Heute gehst du rein, machst sie weg und tschüss. Aber trotzdem vergesse ich immer wieder alles. Immer wenn ich wieder anfange hier, ich vergesse immer alles. Wie was ging, was man so machen kann. So, Metall. Glattes Metall. Helles Metall war es. Mal 50. Ich glaube 10 reichen. Dexter Man. Was ist? Dexter Man. Dexter Man. Danke dir. Was macht denn der Dexter Man? Suppen. Suppen? Oh geil, ich liebe Suppen. Eine richtig ordentliche Suppe, geil. Das ist alles dein Zimmer hier? Willst du mich verarschen? Hä, was? Ich leg dir das mal was richtig Schönes in deine Scheißkiste rein. Hör mal, wer muss denn alles bauen, Tobi? Hä? Wer muss denn alles bauen? Kriegst du das mal? Alter, hat der Eisbombo vergessenes Halsband? Ja, Siggi. Ich hab die gesammelt, die sind für meine lieben Tierchen. Ah, apropos, ich muss den Fuchs nochmal checken. Belohnungsbeutel hat er hier auch noch drin, oder was? Ja, hab ich gespart nämlich, ja. Du hast dann immer gierig aufgemacht. Ich hab meine gesammelt nämlich. Ja, als Erinnerung an vergangene Tage. Wenn ich deine ganzen scheiß Beutel nicht mitgenommen hätte, dann würden die jetzt wahrscheinlich irgendwo deployen. Deployen? Wohin denn? Ja, weil du die Urlaub, ja nie tragen... Oder? Du konntest die ja nie tragen, Mann. Ja, vielleicht wollte ich die aber auch nie tragen. Warum hebst du sie dann auch? Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, warte. Sieht aus wie gewollt. Achso, es geht dann noch weiter. Wir brauchen hier übrigens dringend mal Licht, glaube ich. Hängt der Server? Nee. Ah, okay. Der Vogel hing gerade in der Luft, deswegen. La la. So. Da 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 da. Hm? So. Mach ich mal so. Alter, wie ist der pisst. Dann hier einmal hoch. Die Querbalken. Und dann müssen wir nochmal gucken, wie wir den Hintergrund vielleicht noch schön kriegen. Momentan ist das nicht so geil. Liebe Elflin, wenn um 6 Uhr dein Wecker klingelt, warum bist du da noch hier? Das ist eine berechtigte Frage, Elflin. Mach einen Abflug. Was ist da los? Habe ich doch vorhin schon gesagt, du kannst ruhig gehen. Also wegen mir auf jeden Fall. Beim Erik denke ich mal auch. Also, ja, na klar. Go ab in die Haie, ab in die Haie, Elflin. Du bist zwei ganz Stunden lieben Dank, zu spät. Aber ab in die Haie. Ab in die Haie. Oh, möchte ich pennen, Mädchen? Ich finde, oben müsste noch eine Verwaltungsetage sein. Mit Computern und so. Ah, 3x3. Rechts oben ist... Ja, warte. Oh ja, das geht nur ein weiter raus. Mhm. Tobi, was ist los? Suchst du wieder Streit? Nee. Pff, hallo? Ja, ein bisschen unfair jetzt. Ich kenne noch deinesgleichen. Suchst du wieder Streit? Was bitte? Ja, klar. Kommst du aber mal runter, so. Bitte, ja. Gut. Ach so, Elfin ist gerade die letzte Mohikanerin? Aber ja, ich glaube, wir werden es überleben.
Elflin, ich glaube, das ist okay. Geh ruhig schlafen. Geh ruhig schlafen, Elflin. Ich glaube, es ist okay. Die Leute benehmen sich auch. Haben sie versprochen und wenn nicht... Achso, war voll eindrucksvoll. So. Der Tobi prügelt die schon wieder zurecht, wie immer in seiner Community. Ja, Sigi. So. Boah, ist aber echt ganz schön geworden hier eigentlich. Das Labor da, meinst du? Das ist, ja, das sieht cool aus, auf jeden Fall. Ne? Ich würde oben echt gerne noch so eine Verwaltungsetage machen. Was? Der aggressive Gronkh gerät außer Kontrolle? Was? Was? Schweinerei. So. So. Machen wir jetzt einfach Submode und dann kann Elfin schlafen gehen. So. Okay, dann würde das da unten noch nicht kommen, ne? Also das wäre dann noch, Was? Was? Was, Tobi, was? Ich hab gelacht. Nein! Oh. Na geil. Da, 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 da. Wie er wieder aggressiv ist. Tobi, die sagen immer, ich bin aggressiv. Und dann raste ich immer aus. Alter. Was denn? Ich habe noch nie an dem Hebel gedrückt, seitdem du den bearbeitet hast. An welchem Hebel denn? Da, wo dieses Jesus da bei der Bar hängt. Ach so. Mit dem Licht und so. Das ist doch voll geil, oder? Das ist voll nice. Unsere Styler-Bar zu Hause? Ich finde, die kann sich sehen lassen. Vor allem, wie der oben hängt, so. Finde ich jetzt nicht super. So. Oh. Ah, fuck. So, und dann wäre das hier, ne? Ragnarok. Danke dir. So. Ragnarok. Oh, es ist dann ganz schön am Regnen hier, wa? Ich mach grad oben irgendwie noch dicht. Bist du nicht mehr ganz dicht? Ja, es geht, Tobi, es geht, es geht. Im Weltraum die Farm zu Ende? Nee, eine Farm kommt noch nicht im Weltraum. Die kommt ja schön auf dem Planeten, den wir eingenommen haben. Oh, und jetzt habe ich schon wieder... Oder? Doch, da habe ich doch noch. Ich glaube, ich muss noch mehr machen. Wieso regnet es hier denn rein? Guck mal, auf jede Etage regnet es hier rein. Warum? Ach, weil hinten Fenster... hinten sind noch keine Fenster drin, glaube ich. Ja... Oder wenn er ein bisschen bewässert, ne, ist ja nicht schlimm eigentlich. Nee, normalerweise nicht, aber trotzdem natürlich bei dem Wind. Will nur mal gucken, ob der Regen aufhört. Hast du einfach Hunger? Ich hab Hunger. Alles klar. Schokolade. Oh. So, lalalalalalala. Regnet immer noch rein. Wir. Ja. So. Wieso regnet es hier immer noch rein? Vielleicht hier drüben noch? Hier? Nee, aber guck mal, hier regnet es ja schon. Okay, ah, jetzt regnet es nicht mehr. Doch, jetzt regnet es wieder rein. Hä? Wenn ich weggehe, regnet es nicht mehr rein. Wenn ich hingehe, obwohl eine Wand hinten ist, regnet es rein. Oh. Hä? Ah, ich stehe jetzt vor einem Bug. Das gibt's ja nicht. Ja, das muss wohl. Das muss wohl. Okay, Musik wieder anmachen. Komm, mach wieder Musik an. Ist nicht, weil es regnet gerade so krass. Hä, ich hab grad... Du hast auch eine Pferdemaske auf. Ich dachte gerade, ich wäre du. Ja. So. Yeah. Die Wand in den Böden habe ich dicht gemacht. Da ist auch Glas. Beim Tobi regnet nichts. Ja, doch schon.
Ja, wenn ich hier stehe, dann nicht. Aber wenn ich aufs Feld gehe, dann fängt es ja auch an reinzuregnen. Nee, jetzt ist es okay, weg. Jetzt aber nicht mehr. Achso, jetzt der ganze Regen weg. Okay, cool. Es regnet nicht mehr rein. Gut. Oben wollte ich jetzt noch irgendwie Teppich rein, Verwaltungsetage. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich Teppich herkriege. Kann man noch ein paar Computer hinstellen und so. Computer. So. Dann. Dö. Die Wettermond scheinen buggy zu sein. Irgendwie spielt die Position des Spielers für die Mod eine Rolle. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, tatsächlich. Da. Hab mir zum Feierabend erstmal 2 5-Minuten-Terrinen. Oh, ich muss auch noch was essen unbedingt. Ich wirke schon richtig schwach. Was isst du denn jetzt noch? Hey, die Mina ist doch noch da. Guck mal, ach, guck mal, die Mina ist noch da, tatsächlich. Also ein bisschen zumindest. Was meinst du, was ich esse? Ja. Ja, gar nichts, weil ich habe ja nichts da. Also ich habe zumindest nichts zu essen gerade. Also ich weiß nicht. Ich habe auch nichts bestellt heute. Nee, hab auch nichts bestellt heute. Leider. Aber Nutella-Toast geht doch bestimmt noch. Ja, der geht. Der geht auf jeden Fall. Also Nutella-Toast, das kriege ich hin. Wir brauchen noch Licht hier für unser geiles Gedingse. Was nimmst du da mal? Fackeln? Nee, aber nicht fürs Labor, oder? So Neonröhren, aber ich weiß nicht genau, wo wir die herkriegen sollen. Okay, ich habe 2 gefunden. Moderne Schiebetüren nehme ich mit. Hab auch noch 2 Neonröhren, das sind andere. Schiffslampe. Ich gehe mal unten in den Kisten gucken. Alles klar. Wieso beam ich mich wieder zu dir? Das ist die Gewohnheit. Ach, Tobi, das ist so süß von dir. Hi. Ciao. Was denn? Tschüss. Was machst du da? Wieso komme ich wieder zu dir? Tja, Tobi, das muss ich dir nicht erklären. Es ist die Sehnsucht, die dich leitet. Warte mal, wie komme ich denn? Garten? Nee. Meine kleine Farm. Schleimplüschi. Nee. Tschüss. Mach's gut. Den können wir auch hier mitnehmen. Rusty Crate, alles klar. Ding, ding, ding. Sewer Tank. Eine Guillotine. Macht keinen Sinn. Tobi, was machst du da? Hi. Dach. Tschüss. Mach's gut. Hey, ich komme immer wieder hier unten hin. Warum? Ich habe keine Ahnung. Kann ich uns... Wohin beamst du dich denn? Ich will das so nach uns zu Hause da, aber wie komme ich da nicht hin? Ich habe das nicht mehr gebookmarkt oder sowas. Aber das ist doch die HQ. Wie heißt denn das bei dir genau? War das Penis? Nee. Nee. Achso, okay, ich weiß nicht, wie du es bei dir genannt hast. Okay. USS Schutzbund, ist es das? Nein. Es war eigentlich der Mieterschutzbund. Den habe ich hier nicht mehr. Okay, Mieterschutzbund HQ hast du auch nicht, ne? Nee. Okay, pass auf. Ich beam da gleich hin, dann kannst du zu mir beamen. Ja. Müsstest du vielleicht nochmal neu machen, weil ich habe dann die Teleporter geholt, weißt du? Du hattest das vielleicht liegt es daran. Genannt. Ein kleines Licht, das auch im Wasser funktioniert. Oh Gott. Meine kleine Ich geh kaputt, wenn ich da reingucke. Warte. Wo bist du denn jetzt hin? Meine kleine Farm, hat der Chat gerade gemeint. Nein, meine kleine Farm ist aber die Farm. Ach ja, tatsächlich, hä? Bei mir heißt das meine kleine Farm. Warum? Hä? Nee, in dem Haus hier ist ein Alarm. Das ist das falsche Haus. Tobi? Ja? Ich hasse ihn so sehr. Guck nicht in deine Kiste. Und das Poster ist auch nicht von mir. All dein Reichtum, Erik. Die Maden einfach da reingeprummelt. Sag mal, hast du das Poster aus deinem Zimmer bei mir aufgehangen? Nein. Natürlich. Nee, das habe ich auch. Das schöne Gemälde, das ich da hingehangen, weißt du? Der Tobi kriegt den Hals wieder nicht voll. Das Poster habe ich unten in der Kiste gefunden. Kriegt den Hals